Heute möchte ich euch mal ein bisschen was über die Firma Weatherbeater erzählen. Der Historico, der trägt jetzt hier das Comfitec Essential Modell. Das ist eine ganz klassische Decke mit einer Light-Wattierung von 50 Gramm, aber hat eben eine Denierzahl von 1200, was natürlich richtig stark ist, reißfest und für unsere Breitengrade eigentlich genau das Richtige. Diese Decke finde ich ganz, ganz toll, weil sie ein super Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Ihr habt einmal eine 50 Gramm Wattierung, eine Innenfüllung, die für unsere Breitengrade eigentlich perfekt geeignet ist. Vor allem bei Pferden, die nicht geschoren sind. Und ich finde, es ist sowieso ganz wichtig, darauf zu achten, was ihr überhaupt mit dem Pferd machen wollt. Ob die Pferde geschoren sind, ob sie nicht geschoren sind, wie sie gehalten werden. Und demnach muss man versuchen, die richtige Decke zu finden. Bei uns ist es jetzt hier so, dass der Historico draußen im Offenstall lebt. Der kann sich immer unterstellen. Der hat sozusagen eine Box, die er aber immer auch verlassen kann, wie er möchte. Steht den ganzen Tag auf der Koppel und ist nicht geschoren. Dann ist er noch sehr breit gebaut. Das ist ja ein Spanier mit einem riesen Hals. Und ich finde das da ganz schwer, auch immer die richtige Decke von der Passform zu finden. Weatherbeater wiederum bietet euch eine super Passform, was ganz wenige Deckenhersteller so hinbekommen. Der Halsausschnitt und damit auch der Brustansatz ist ganz, ganz toll angesetzt, sodass sogar ein sehr, sehr breiter Spanier damit wunderbar klarkommt und auch vom Bein, von der Bewegungsfalz, die da ja immer eingebaut ist, auch wirklich was hat und nicht direkt schon gespannt ist, wenn man die Decke nur aufsetzt. Die Decke, die muss halt so passen im geschlossenen Zustand, wo das Pferd sich nicht bewegt. Und es muss möglich sein, dass sich das hier noch weitet. Wenn es das nicht tut, hier oben, dann ist die Decke zu eng. Und das ist halt schon zum Beispiel ein großer Fehler, ne? So eine Decke dann auch zu kaufen. Weil das Pferd kann sich dann auch nicht mehr weiter bewegen. Wir haben uns ganz, ganz absichtlich für Weatherbeater entschieden, weil wir der Meinung sind, dass es kaum einen Deckenhersteller gibt, der eine bessere Passform bietet wie dieser Hersteller. Diese Decke zum Beispiel, die hat jetzt so ein ganz softes Lining. Hier ist jetzt überall auch noch das Logo eingesteckt oder eingeprägt. Und innen haben wir 50 Gramm Watte. Und es ist halt so, dass dieses Lining natürlich auch wichtig ist bei Pferden, die sich viel bewegen, denn es rutscht einfach hin und her. Es gibt dem Körper eben das mit, was es in der Bewegung auch braucht. Und deswegen sind wir zum Beispiel auch eher die absoluten Verfechter von den Decken ohne Vlies-Innenfutter. Ich weiß, dass es sehr praktisch ist, ein Vlies-Innenfutter, weil die Pferde auch eben abschwitzen können und es dann immer ein trockenes Gefühl und so weiter vermittelt. Und für uns Menschen natürlich auch ein Kuschel. Faktor. Aber für das Pferd ist es gar nicht so toll, weil eben diese Vliesfütterung wirklich an den Haarfasern reibt. Das ist unangenehm und vor allem gleitet das Material, die ganze Decke in der Bewegung nicht mit. Und irgendwann ist es halt sehr oft, sehe ich das zumindest bei Pferden, dass das dann irgendwann so nach hinten rutscht und nicht mehr weiter nach vorne kommt und das Pferd hier komplett eingeschnürt wird. Das habe ich ganz, ganz oft, dass ich das sehe. Und das passiert fast nur mit Decken, die Vlies-Lining innen drin haben. Bei diesen hier passiert das einfach nicht, weil die eben wieder in die Position rutschen, wie sie auch gut passen. Und deswegen sind wir da halt sowieso eher die Verfechter von diesen glatten Linings.